Ein wunderschön herrliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge The Raven, auch den Spuren der Meisterdiebe. Und wir schauen mal, was uns heute so erwartet, und schauen erstmal in die Baronin in der Zimmer. Der Butler denkt sich auch so, was soll ich nur tun? Also lustlos. Ja, wir haben doch irgendwo Wattestäbchen. Die ungewöhnliche Färbung des Blutes könnte etwas sein, das Legrand und Dr. Gebhardt heute Nacht übersehen haben. Ich sollte eine Probe nehmen. Ja, haben wir irgendwo? Aber mit was soll ich denn hier was nehmen? Die ungewöhnlich. Ich sollte eine Probe. Ja. Aber wo bekomme ich hier einen Wattestäbchen her? Die ungewöhnlich. Ich sollte. Da frage ich mich mal angenommen, der Mörder ist kein Zauberer und die Baronin hat selber die Kette vorgelegt, bevor sie sich aufs Bett legte. Dann dürfte der Mörder die Kabine nicht durch diese Tür verlassen haben. Dann müsste der Mörder noch hier gewesen sein, als Dr. Gebhardt die Tür auftrat. Was unwahrscheinlich ist, denn jemand hätte ihn entdeckt. Oder er hat einen anderen Weg aus der Kabine gefunden. Ja, wir brauchen erstmal ein Wattestäbchen. Aber ich weiß nicht, wo wir irgendwas herbekommen können. Wahrscheinlich vielleicht noch mal nach unten. Schauen wir mal. Ja, mir ist leider auch nichts bewusst, dass wir irgendwo Wasser haben. Kommen wir dann wieder rein? Ja. Vielleicht ist hier irgendwo ein Wattestäbchen. Weil ohne Wattestäbchen kommen wir da ja nicht weiter. Nein, auf der Seite, an der Angreifer das Rohr gehalten haben, muss es nichts zu erkennen. Entweder hat er Handschuhe getragen oder er hat das Rohr abgewischt. Aber hier ist nirgendwo. Die Akte gehört in ein Museum. Das ist alles lange her. Der Inspektor sollte sich auf die Gegenwart konzentrieren. Man darf nicht darüber nachdenken, welche Nebenwirkungen dieses Zeug haben könnte. Ein Polizist in einer Mordermittlung sollte all seine Sinne beisammen haben. Zu groß die Gefahr, dass er Hinweise übersieht oder sich und andere in Gefahr bringt. Ach, hier ist auch noch ein Prachtstück. Die Spurensicherung benutzt solche Koffer. Natürlich nicht bei uns in der Schweiz. Aber in Paris, London, New York, der großen weiten Verbrechenswelt, wird immer mehr Wert auf die korrekte Sicherung von Spuren gelegt. Es ist ein kleines Labor, mit dem sich einfache Untersuchungen bereits vor Ort durchführen lassen. Ja. Also schön. Was haben wir hier alles? Nach unten mal reinschauen. Oh Gott. Fingerabdrücke sind überbewertet. Clevere Diebe tragen Handschuhe oder sind sich sicher, dass es am Tatort zu viele Abdrücke gibt, um alle zu untersuchen. Ja. Ein kleines Glasschälchen zum Mischen von Chemikalien. Das ist... Oh, wie praktisch! Ein sauber verpacktes Wattestäbchen zur Spurenaufnahme. Das stecke ich ein. Okay. Aha,
Das hier ist so eine Art Inventarliste. Hinter den einzelnen Chemikalien stehen ihre chemische Zusammensetzung und ein kurzer Kommentar, wofür man sie benutzen kann. Und hier sind die wichtigsten Verfahren aufgelistet. Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Blut. Dass das am Kissen und an den Federn Schmauchspuren sind, muss ich nicht untersuchen. Das kann ich riechen. Und mehr Spuren habe ich momentan nicht. Ja. Okay. Aber wir gehen erstmal hier wieder raus. Und heimlich wieder raus nach oben zu der Baronin. Hallo, du sagst raus, den habe ich da. Ich hoffe mal, die da oben bemerken nicht, dass ich hier ständig irgendwo rein und raus gehe. Na, Butler. Der Butler denkt sich auch so. Hallo? Wo gehst du denn hier hin? Hallo? Du sollst nach oben gehen. Nicht nach unten. So, gehen wir da wieder rein. So, jetzt haben wir auch unser Wattestäbchen und können echt benutzen. Supi. Das wollte ich schon immer mal machen. Das muss reichen. So, dann können wir aber auch wieder rausgehen. So, okay, dann können wir echt doch mal untersuchen. Oder sollen wir da auch mal rein? Dr. Gebhardt hat die Tür abgeschlossen. Und solange es keinen wirklich triftigen Grund gibt, werde ich ihn nicht wecken. Etwas sagt mir, dass er da keinen Spaß versteht. So, wieder heimlich da rein. So, mal schauen, ob... Ist irgendjemand da? Nein. So. Und heimlich unsere Untersuchungen durchführen. So, einmal zu diesen. So, jetzt brauchen wir das Heft mal. Hier stand doch irgendwo Fingerabdrücke. Naja, hier steht, wie man Blut nachweisen kann. Das ist zumindest ein Anfang. Man muss Luminol und eine Wasserstoffperoxidlösung miteinander mischen. Die Lösung verfärbt sich blau und leuchtet leicht, selbst bei kleinsten Mengen von Blut. Luminol und Wasserstoffperoxid also. Okay. Aha. Luminol. Luminol, okay. Und wo ist der andere da? Und da ist auch das Wasserstoffperoxid. Ich gieße es zum Luminol in die Schale. In Ordnung. Mit dieser Mixtur kann ich Blut nachweisen. Die klare Flüssigkeit verfärbt sich blau, wenn sie mit Blut in Berührung kommt. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Lösung auf das Stäbchen tropfe, anstatt das Stäbchen in die Lösung zu tunken. Vielleicht spielt Sauerstoff eine Rolle, oder es funktioniert nicht, wenn man zu viel von der Lösung nimmt. Gut. Was sollen wir? In Ordnung. Ich fülle die Pipette
und lege sie ab. Ganz vorsichtig. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Ja. Kein Blut. Es gibt nicht die geringste Reaktion. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, und so schwierig war die Sache ja nicht, dann handelt es sich bei dem Fleck auf dem Bett der Baronin eindeutig nicht um Blut. Aber wenn es kein Blut ist, was ist es dann? Und viel wichtiger, warum ist Dr. Gebhardt nichts aufgefallen? Angeblich hat er doch alles untersucht. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, der Krankenstation einen Besuch abzustatten. Ich verstehe das daran auch überhaupt nicht, was da jetzt genau los ist. Aber heimlich wieder raus. Und dann schauen wir da mal rein. Ich weiß. Es scheint unmöglich, dass Dr. Gebhardt die Baronin erschossen hat. Er war bei mir, als der Schuss gefallen ist. Ja. Aber er hätte bemerken müssen, dass die Baronin in einer Lache von falschem Blut lag. Vielleicht deckt er jemanden. Finden wir es heraus. Schauen wir mal. Ah. Diesmal müssen wir in Ruhe. Da ist die Baronin. Ich schätze, dahinter steht der Mülleimer. So ist es. Papiertücher, Plastikverpackungen, Kartons und... Moment! Was sagt man dazu? Ein aufgeplatzter Gummihandschuh. Er wurde zugeknotet und überall auf der Innenseite befindet sich eine rote Flüssigkeit, die wie Blut aussieht. Aber ich gehe jede Wette ein, dass es sich um dasselbe falsche Blut handelt wie in der Kabine der Baronin. Komisch. Dr. Gebhardt wird Probleme haben, zu erklären, wie ein Gummihandschuh, der mit Kunstblut gefüllt war, in seinen Mülleimer kommt. Nicht nur, dass er das falsche Blut in der Kabine und an der Leiche der Baronin nicht entdeckt hat. Jetzt auch noch das. Das sieht nicht gut für Sie aus, Herr Doktor. Interessant. Ein Tonband auf einer Spule. Die Spule gehört zu einem viel besseren Gerät. Eher zu so einem wie in der Kabine der Baronin. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Spule die fehlende Spule aus der Kabine der Baronin ist. Aber ich halte es für recht wahrscheinlich. Nimm echt doch mit. Ein Tonbandgerät der Firma Saibling. An dem Tonbandgerät wurde ein Mikrofon angeschlossen. Eventuell nimmt Dr. Gebhardt seine Untersuchungsergebnisse auf Band auf, um sie später abschreiben zu können. Das Gerät ist von eher einfacher Machart. Ein Gebrauchsgegenstand. Einfach, robust, praktisch. Ja. Das Gerät ist von eher einfacher Machart. Ja. Hören In wir Ordnung. Sie uns mal an. Nichts. Seltsam. Da. Sehr interessant. Auf dem Tonband ist ein Schuss zu hören. Und die Spule stammt aus der Kabine der Baronin. Da ergibt sich ein Bild. Auf zu Le Grand. Achtung. Leise. Nein, nein. Nicht schon wieder.
Ist das zu Ende? Ist das jetzt zu Ende? Ich glaub mal nicht. Huh. Aber glaube mal, das war der erste Kapitel von The Raven und der Suche auch zum Meisterdieb. Ja, was hat der Arzt mit uns vor? Frage ich mich da gerade echt wirklich. Wie das alles genau weitergeht, weil ich finde das ein bisschen unheimlich, dass auch, ja, dass einmal dieser Schuss, auch dieser Tonband war, dann dieses Blut, als ob die Baronin da nicht ermordet wurde, schon ermordet wurde, aber nur vielleicht ein Herzstillstand oder sowas bekommen hat und dann nicht erschossen wurde, wie das am Anfang erstmal aussah. Aber dann hätte irgendjemand vorher da ja drin sein müssen. Aber ich frage mich auch, wer war da vorher drinnen? Der Junge? Glaube ich mal nicht. Der war ja mit dem Oliver unterwegs. So, die Damen? Glaube ich auch mal nicht. So, Matt? Glaube ich auch nicht. Kann der da nur noch der Arzt gewesen sein? Aber dann... Okay, ich habe eine Idee. Ich wurde vorher mal irgendwann aufgenommen, der Schuss, wo Zellner unten eingesperrt wurde. Und dann später wurde diese Tonband dann in das Zimmer der Baronin gebracht oder da reingetan. Und dann das wurde dann eben abgespielt und die Baronin hat dann eben vorher zugesperrt und der Arzt hat dann irgendwie vorher schon die Baronin da irgendwie komisch eingedeckt und das Tonband wurde dann eben auch schon da einfach abgespielt und sobald das dann alles fertig war, wurde das dann, hat er echt einfach mitgenommen, ohne dass er irgendeiner bemerkt hätte. Ist mein Verdacht, das ist einfach so diese Schlussfolgerung, die ich da gerade von mir selber habe. Ich kann echt nicht zu 100% sagen. Geheimnis gelöst. 12 Rätselhilfe benutzt. Hotspot Hilfe benutzt. Okay, 260 Amateurpunkte in Ordnung. Okay, ja. 12 Geheimnisse. Okay. Ja, ist in Ordnung.
euch wünsche ich einfach somit einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge bei The Raven auf den Spuren der Meisterdieb. Und ich schau mal, wie wir den Kapitel 2 und anschauen sehen. In 2 Wochen geht es weiter. Bis dahin, macht gut. Jeden Montag ab 19 Uhr oder 20 Uhr bin ich live auf Twitch. Schaut auch gerne da vorbei. Bis dahin, macht gut. Leib gesund.